Jetzt muss ich noch ganz schnell was erzählen, weil ich habe jetzt gelesen, dass Reden mit Schweinen hat nachweislich eine sehr beruhigende Wirkung. Also das weiß ich vom Papa, weil mein Papa ist auch ein sehr ruhiger Mensch, weil er so viel mit unserer Fackel redet, denn jetzt seid ihr alles. Die wissen alles. Oft muss Mama in den Steuer gehen und die Fackel fragen, was der Papa auf Nacht zur Brotzeit macht. Weiß ich nicht, dass das. Und jetzt haben wir gedacht, was ein Papa gut, da kann vielleicht für andere Leute auch nicht schon. Jetzt biete ich so Schweinepatenschaften an. Also können Sie vorbeikommen, suchen Sie eine Fackel aus, überweisen mir dann im Monat so 150 Euro. Sind dann immer bei den wichtigsten Ereignissen dabei. Was weiß ich, Geburtstag, erste Impfung, nächstes Jahr sogar als erste Fackelkommunion, kommen Sie vorbei. Und die größte Freude haben mit so einer Familie aus Norddeutschland, die haben gekommen, haben sie so ein kleines Fackel ausgesucht. Renate haben sie es getauft, weil die so klein und süß ist. Jetzt kommen sie seit 4 Jahren immer vorbei, immer in die Ferien für 2 Tage und schauen, wie es der kleinen, süßen Renate geht. Aber dass es mittlerweile Renate Nummer 23 ist, ist noch gar nicht. Und Sicht hab's alle ich. Ja, das Schreiben und das Lesen ist nie mein Fach gewesen, denn schon von Kindesbeinen befasst ich mich mit Schweinen. Auch war ich nie ein Dichter, Potsdonnerwetter, Parapü, immer Schweinezüchter, poetisch war ich nie. Ist Borstenvieh, ist Schweinespeck, mein idealer Lebenszweck. Ist Borstenvieh, ist Schweinespeck, ist Borstenvieh, ist Schweinespeck. Ja, auf das Schweinemästen versteh ich mich am besten. Auf meinem ganzen Lager ist auch nicht eines mager. 5000 Kerngesunde hab ich hübsch kugelrunde. Soweit man suchet fern und nah, man kaum ein schöneres hat. Wie ihr mich seht, im ganzen Land, weit und breit, bin ich nur bekannt. Schweinefürst werd ich nur genannt. Ja, das Schreiben und das Lesen ist nie mein Sach gewesen, denn schon von Kindesbeinen befasst ich mich mit Schweinen. Auch war ich nie ein Dichter, Potsdonnerwetter, Parapü, immer Schweinezüchter, poetisch war ich nie. Ja, mein ja, der Lebenszweck ist Borstenvieh, ist Schweinespeck, mein idealer Lebenszweck. Ist Borstenvieh, ist Schweinespeck, ist Borstenvieh, ist Schweinespeck.